Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von The Long Dark. Gerade noch im Ladebildschirm, weil wir sind ja jetzt hier auf der Flucht, ne? Jace hat noch schön alles in die Luft gejagt, gerade als uns Mattis eins überbraten wollte, endgültig. Und jetzt müssen wir ganz schnell sehen, dass wir den Metallkoffer finden und von Astrid und hier rauskommen. Ich hoffe, dass Mattis und seine Jünger da draufgehen, ziemlich bald. Damit wir endlich Ruhe vor dem haben. Ich will den seine Fresse einfach nie wieder sehen. So, und ich hoffe, dass ich es diesmal gleich schaffe hier. So, hier sollte ich wahrscheinlich nur die Brechstange holen. Aber wie hat die das geschafft, dass die hochgegangen sind, frage ich mich, die Zünder. Dass das überhaupt gegangen ist. So, hier darf ich nicht rein. Oh Gott, wie soll ich denn hier auf die Schnelle unter Zeitdruck was finden? Noch dazu, wenn die Sicht immer mehr... Oh Gott. Das geht doch wieder schief. Oh doch, da ist was drin. Alter, das ist doch jetzt völlig unwichtig. Warum gibt es das hier? Kann es sein, dass ich was tun kann, damit ich hier länger Zeit habe? Ah, shit. Kühlschrank. Hä? Ich sehe das nicht mal. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich nochmal wieder. So, auf ein neues. Hier lang. Das ist echt wenig Zeit. Kann Jace sowas machen? Hat die einfach in Kauf genommen, dass wir drauf gehen? Hier brauchen wir auch nicht. Oh Gott, ich bin völlig verwirrt hier gerade. Shit. Wo soll ich hier jetzt hin? Oh, das ist echt nervig gerade, die Stelle. So, ich schätze, wir sehen uns wieder gleich wieder. Gott, ich kann hier rüberlaufen. Sag mir das noch mal jemand. Made it. Oh Gott, wir haben noch den Koffer noch nicht gefunden. Warte mal, was sagt denn das? Erreiche das Büro. Das heißt, ich muss immer noch gucken. So, erstmal alles mitnehmen. Ich glaube, unser Inventar ist ja jetzt sowieso leer. Ja. Nette Bildchen hier. Boah. Heilige Scheiße, ey. Ich hoffe einfach mal, dass ich unten nichts vergessen habe. Deswegen, ich speichere jetzt trotzdem hier an den neuesten Speicherstand, die 4. Mich jetzt erstmal wieder versorgen. Bin ich nackt? Oh, ich habe eine gebrochene Rippe. Hat er mir schon... Oh, ich habe sogar noch ein paar Sachen behalten. Interessant. Hat er mir tatsächlich schon zugesetzt. Vielleicht finde ich Schmerzmedikamente, dann kann ich das schon mal loswerden. Aber immerhin, ich sehe gerade unten, ich brauche mich ja eigentlich um gar nichts weiter kümmern. Metalllampe? Nee. Gott, wo? Von hier sind wir gekommen, ne? Oder von da?
Oh, und das sieht doch nach einem Büro aus. The Hard Case. Ja, ja. Ach, da ist er ja. Ja. So much trouble. Ja, das stimmt. So viel Ärger für dieses verdammte Drecksteil. Und wer ist das jetzt? I'm here. You made it to the warden's office. Good. You better get what you need and get the hell out of there. Quick. Did you cause that explosion? I might have nudged it a bit. But mostly those idiot convicts did it to themselves. The PA in lockdown, however, that was all me. I have the case. Okay. Hang on a sec. Okay, here we are. Warden's office. Okay, so. End of the hallway you just came out of. Take it. You'll end up on the roof. Cross over the building and you'll find a fire escape thingy. Come down there. And you should recognize where you are. I'll meet you at the power plant. Oh, man. I can see lights in the prison yard. Fire. You'd better hurry. The whole security system has gone haywire. And I have no idea how long the lockdown will last. Mathis and Donner could be after you in a minute. Go. Heißt es, er könnte Donner doch befreit haben? Das wäre ganz schlecht. Got to move. Got to move. I want him to get born! Don't let him slip through! Don't let him slip through! Ich sollte mich hier nicht umgucken, oder? Sollte ich nicht hier rausgehen? Alles klar, gut. Ich wollte es mal drauf ankommen lassen, mal gucken, wirklich was passiert, aber natürlich. Also, die haben so schön Dinge drumherum gebaut, ne, dass man schnell was sammeln könnte, aber man darf es einfach nicht. So, geradezu. So, irgendwie übers Dach, hat sie gesagt. Fuck, oh fuck. Jace said over and down. Over and down? Ich wünschte, ich könnte länger rennen. Was? Sehr gut. Can you see him? Do you see him? Nein. Oh Gott, wie soll ich denn hier rauskommen? Oh Gott, was ist das hier nur? Was habt ihr mit mir gemacht? Shine it over there. War da gerade kurz zu sehen hier. Ich schätze mal, die dürfen mich mit den Dingern hier nicht entdecken. Warte mal, haben die mich jetzt doch schon entdeckt? Ich kann auch Checkpoints laden. Ich glaube, ich brauche ja gar nicht immer speichern. Okay. Aber die Frage ist, wie hau ich denn hier jetzt am besten ab? Der Weg dort zum Ausgang ist noch weit. Und dann war die Wölfe erschossen. Und ich muss hinten lang und dann raus, wahrscheinlich wirklich. So, kurz abwarten. Was, hat er mich doch gesehen? Könnte ich dich vielleicht...
Kann ich nicht über das den Versorgungstunnel weg abhauen? Scheiße, ich hätte vielleicht meine Sachen doch ablegen können. Das soll helfen. Aber gut, zum Krankenhaus hätte ich es jetzt nicht geschafft, das noch holen. Oh Gott, ist das dunkel hier. Ist alles hochgegangen hier. Oh Gott. Ich muss trotzdem nochmal hier speichern. So. So, treffe ich Chase jetzt hier irgendwo? Gern hätte, aber ich glaube, wir haben Mattes noch nicht zum letzten Mal gesehen. Gut, da komme ich nicht durch. Haben wir hier Streichhölzer? Ja. Habe ich hier schon wieder Erstickungsgefahr? Die wollen halt wirklich hier alles rausholen nochmal zum Schluss. Wenn es dann wirklich der letzte Teil ist jetzt zu Long Dark, das weiß ich nicht. Direkt hier raus, ne? Von hier kam ich ja. Von draußen. Aber das müssten doch die Straftäter auch kennen. Die sind doch hier unten gewesen. Die haben doch entdeckt, dass ich da... Oh, dass ich da Dinge getan habe. Komme ich da dran vorbei? Oh. Puh. Bitte, bitte lass mich jetzt hier sicher sein. Could end up being useful. Halte dich hier einfach rum, okay. Auch alles unter Strom. Kann ich dann überhaupt hier lang? Nicht hier lang. Och, wer hat denn hier aufgemacht? Machst du das, Chase? Oh, ich kann da sogar noch reingehen. Leap of Faith? Da ist er. Hi. Relax, Mac. It's me, Chase. Okay. Right. Well, you okay? Yeah, I'm okay. Thanks for your help back there. Thanks for yours. That was one hell of an explosion, oh, huh? Yeah. Yeah. I'm trying to figure out what happened there. Well, I might have just had a little bit to do with that. You should have seen Mathis's face. That guy had it coming to him. Could you see what was going on? Hacked into the security cameras across the prison. That's how I was able to keep an eye on you and the rest of it. Well, what now? Yeah, I mean, this is as far as my plan went. You have any ideas? We have to get to Atwood. I still don't get it, but yeah, we do. I'm worried about her. With all this going on, she's fragile. Okay, well... Oh nein, shit. Bitte nicht. They found us. That was faster than I expected.
Okay, well, you have the blueprints, right? How do we get out of here? I don't know. This was the extent of my plan, Mackenzie. Isn't this prison escape gig more your thing? Yes. There has to be another way out. Shit! Trapped! This is not how I thought this would end. And things were just starting to look... Oh nein. Nicht in das eiskalte Wasser. Okay, whatever happens. Scheiße, allesamt. You're like a bad penny, Mackenzie. I've been called worse. You know, it's amazing to me that a smartass like you has made it this far. Like I've always told you, you have no idea how stubborn I am. It's too bad being stubborn isn't the same as being smart. And this must be the fly in the ointment. A girl, no less. This is the end of the line for you and your friend, Pilot. I'm not afraid of you, asshole. I've been fighting guys like you all my damn life. Well, today, you lose. In more ways than one, girl. Mathis. What is Donna, it? The explosion. He's hurt bad. Na gut, dann los, springt. Jetzt gleich, sofort. Nicht warten. This wouldn't have happened, if not for you. You've been a pain in my ass for too long, Pilot. It's time for the bad penny to pay the ultimate price. Was, willst du es jetzt mit ihm aufnehmen? But first, you can watch me deal with the girl. Wegen der Axt? Okay. Good. I like them to struggle before they die. Oh, ist der richtig kräftig, Mackenzie. Los! Verdresch ihn. That's what I like to see, Mackenzie. A little fight, a little will to live. I knew you had it in you. Ah, Dan's abgekriegt. Das war's dann wohl, hm? Mathis! Mathis! He's dying. Donna is dying. Ja. Er stirbt vielleicht gleich mit. Ich hab's gewusst, früher oder später nimmt er sie einfach mit und springt runter. Warum hast du das nicht gleich gemacht? Du hast doch jetzt einen Haufen Schläge abgekriegt, verdammt. Gott. Scheiße. Ich hoffe, geht's dir gut? Okay. Das war ja echt, ja. I wasn't expecting that. In eiskaltem Wasser, ey. Seemed like a good idea at the time. Dass er es überhaupt geschafft hat, sich zu wehren gegen eine Axt. It actually looks warm. Ja, das ist nämlich jetzt genau das Problem. First time I've missed the place. Hey. Hey. Hang in there. I'll get a fire going. You'll be warm in no time. It's okay. I'm warming up. Oh shit. Sterb mir jetzt nicht weg, ey. Komm, das schaffst du. Just wait. Hang in there. It'll be fine. Oh, everything shit. Is gonna be fine. You know, Mathis, they'll just come after us. He'll never stop. Yeah. Vielleicht. Neither will we.
Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um dich. Oh, geht's jetzt mit ihr weiter? Ich sehe sie gar nicht. Vielleicht irre ich mich gerade. Tatsächlich, Astrid. Warm eingepackt einfach. Die hat sich einfach nur treiben lassen? Perseverance Mills. Another one, in the water. But not drown, like the others. Must not be a quarantine breaker then? This one is different. Edward? It can't be. Watch it. Might be infected. No, not her. Infected? Womit sind die denn infiziert hier? Where is it? She doesn't look good. Get her some water, now. Astrid, you came. Ach, you das... said you would, and you did. Das ist unser Ziel von Astrid gewesen. But where is the case? Where is the cure? Das Heilmittel für irgendeine Seuche hier. Und sie hat es hergestellt. Das ist die ganze Geschichte. Ja, und da war natürlich klar, dass das jetzt natürlich Ende von Episode 4, 3, 4 war. Puh, Fury then Silence, ja. Oh, Stille. Oh, shit, ey. Was für eine Reise, Leute. Ja, auf Teil 5 müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, schätze ich. Teil 4 kam ja, glaube ich, vor gar nicht allzu langer Zeit raus. Ich weiß, ob es ein halbes Jahr war oder... Ich weiß auch noch nicht, wie die Pläne sind für den fünften Teil. Da werde ich mich mal informieren und das dann hier noch mit entweder als Text oder ein bisschen reinsprechen. Puh, das ist also die ganze Geschichte dahinter. Es gibt dort irgendeinen Ort, wo irgendeine Seuche wahrscheinlich ausgebrochen ist und Astrid hat dafür ein Heilmittel hergestellt. Und das ist in diesem Koffer drin, wenn es überhaupt noch drin ist. Ich meine, so oft wie der zum Schlagen benutzt wurde, ist da wahrscheinlich alles kaputt drin. Das wäre natürlich echt bitter, wenn wir in Teil 5 dann feststellen, wir schaffen das alles und am Ende ist alles futsch. Dann war nämlich alles umsonst. Ich hoffe, dass die Entwickler nicht so sadistisch sind. Krass, ey. Und was ist mit Mathis und seinen Kollegen? Verfolgt er uns weiterhin? Also auf jeden Fall werden wir in Teil 5 erstmal sehen müssen, dass wir hoffentlich schaffen, hier, jetzt habe ich schon den Namen wieder vergessen, von der Frau. Jace, genau. Von Jace sie wieder warm zu bekommen und allgemein, dass sie uns nicht wegstirbt. Ne? Die hat uns so stark geholfen. Das wäre echt nicht toll, wenn sie jetzt einfach wegstirbt. Aber das werden wir dann wohl erst in Teil 5 erfahren. Und ich hoffe, ich meine, was Mathis angeht, ich schätze, wir sehen ihn trotzdem nochmal wieder. Ich meine, die haben ja einen guten Bösewicht hinbekommen und ich glaube, wenn Mathis drauf geht, dann ist es eindeutig. Also dann wird es eindeutig gezeigt. Und das war ja hier nicht der Fall. Hauptsache, Donner schafft's nicht noch.
Der ist jetzt stark verwundet. Und ich glaube nicht, dass die da jetzt so schnell an Medikamenten rankommen. Ich hoffe, dass er einfach nicht mehr auftaucht. So, jetzt habe ich den kompletten Abspann vollgequatscht. Ja gut, das heißt, wir sehen uns dann wahrscheinlich als nächstes erst wieder in einem neuen Let's Play wieder. Ich muss mal gucken, was ich dann jetzt als nächstes mache. Und hier in Long Dark geht es dann weiter, wenn halt Teil 5 verfügbar ist. Was eben noch eine Weile dauern kann. Haltet gerne auch bei mir in Twitter Ausschau, da schreibe ich gerne mal rein, wenn irgendwie was demnächst geplant ist. Auch jetzt in YouTube schreibe ich manchmal schon in den geplanten, also bei dem hier Info-Tab über mich, schreibe ich gerne jetzt auch mal rein, was jetzt aktuell geplant ist. Und ja, dass ihr erfahrt, wann es weitergeht. Ne? Ansonsten immer gern schon auch bei den anderen Let's Plays vorbeischauen. Ich sag an der Stelle vielen Dank, dass ihr fleißig zugeschaut habt, vielleicht sogar die gesamte Serie. Und ich würde euch gern auch in einem neuen Let's Play wieder begrüßen. Macht's gut, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Urlaub, eine schöne Ferien, was auch immer. Wir sehen uns, Leute. Tschüss.